dabei seid und das vor allem hier in der schönsten Bar Wiens, in der schönsten und ehrlichsten Bar der Welt. Hier ist unser Gast der heutigen Sendung, hier ist Moritz Bleibtreu. Gleich am Anfang, wir wollen uns trinken, ja. Auf jeden Fall. Und so ein Drink sagt ja oft auch was über einen Menschen, über einen Charakter aus. Mhm. Deswegen, zwei Zutaten, die deinen Charakter beschreiben und vor allem natürlich auch, was dir schmeckt. Ein Fernet Branca mit Sprite. Wow. Ja. Also ich habe jetzt echt ihr euch alle. Nein, ihr lacht, aber try it. Das ist tatsächlich wirklich eine der besten Sommergetränke überhaupt. Also Sprite haben wir da. Zitronenbrause? Nee, okay. Zitronenbrause? Dann geht's nicht, wenn ihr keine Zitronenbrause... Okay, ich sag jetzt mal kurz, was ich mir gedacht habe, was gut zu dir passen okay, würde. Okay, sag mir. Ja? Mhm. Du bist Raucher? Ja. Kaffee trinkst du gern? Ja. Wie wär's zum Beispiel mit einem Espresso? So mhm. jetzt als eine Zutat. Ja. Ja, Espresso, weil Kaffee und Chic passt sowieso. Chic in Österreich übrigens. Ja, verstehe ich. Ja. Okay. Würde ganz gut zusammenpassen. Stimmt. Wodka? Trinkst du gerne? Ja, also ja. wenn so härtere Alkoholsachen, dann am liebsten Wodka. Okay, das heißt, es wäre für dich denkbar, wir machen einen Espresso Martini. Ein Espresso Martini, hört sich gut an erstmal. Kennst du gar nicht? Nee, kenne ich nicht, habe ich noch nie getrunken. Dann würde ich sagen, wir probieren ihn und danach probieren wir auf jeden Fall auch noch deinen... Fernet Branca mit Sprite. Genau, den meine ich. Espresso finde ich auch nicht schlecht, weil du dich tatsächlich ganz gern immer wieder neu challenged und neu erfindest. Weil zum Beispiel bei deinem aktuellen Projekt bei Cortex, einem Film, den du gerade produzierst, ich glaube, abgedreht ist schon, da hast du nicht nur das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sondern du hast auch gleichzeitig noch die Hauptrolle gespielt. Ja, das war, weil, ja. Das war nicht gewollt. Also der Regisseur wollte den Hauptdarsteller definitiv nicht haben. Der war überhaupt nicht gewollt. Und Produzent hat aber natürlich gesagt, guck mal, das ist ein guter Junge. Der spielt nicht so scheiße. Den kennen die Leute. Der ist auch noch begabt, extrem günstig und zu haben. Und hat noch ganz viel Zeit und kann auch, ist flexibel mit der Zeit und so. Hat der Regisseur gesagt, ja gut, puh, ja, na, dann probieren wir das mal aus. Jetzt ist es so, dass eigentlich alle ganz zufrieden sind. Aber wie ist das dann zum Beispiel am Set? Gibst du dir selbst Regieanweisungen? Wie funktioniert das, nee, wenn du in der Rolle stehst und spielst? Ja, als klar war, dass ich das doch selber spiele, was wirklich, und das ist kein Witz, was wirklich nicht gewollt war und wirklich bis zum letzten Moment, war klar, dass ich da jemanden brauche, der natürlich in den Momenten, wo ich spiele, auch drauf guckt und dem ich vertraue. Und das ist in diesem Fall mein heißgeliebter Thomas Kienast, der die Kamera für den Film gemacht hat. Genau, den habe ich zufälligerweise mitgebracht, weiß nicht, was der hier macht. Ja, der trinkt hier immer umsonst, habe ich gehört. Ja, voll. Das ist einer von den Stammgästen. Genau, Fernet Branca mit Sprite. Nee, und da hat mir der Thomas unheimlich geholfen. Also es war klar, dass ich da dann in den Momenten jemanden brauche, der da ein bisschen drauf guckt. Und das hat Thomas dann quasi übernommen. Okay. So viel ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mal probieren, oder? Das ist für dich aber auch. Espresso Martini übrigens heißt Wodka Espresso ursprünglich, ist nur aus Gründen der Coolness und des Glases wegen. Damals so genannt worden. Ist also kein Martini drin. Wir probieren mal, oder? Und das ist auch das Glas, was man dazu braucht. Ja. Also, weil es ja ein Signature-Drink sein soll, schmeckst du dich raus? Ich mag das. Okay. Das erinnert sehr an Tiramisu tatsächlich. Du hast die Bitterkeit von dem Dings, dann hast du diesen leichten Abgang. Das erinnert sehr an Tiramisu. Ja. Ich mag Tiramisu. Ich finde tatsächlich auch. Ich glaube, wir sollten es uns ein bisschen bequemer machen, oder? Ja, sehr gerne. Wir waren ja, geht's noch? Alles gut? Cheers, guys. Cheers. Man muss sagen, wir waren ja eh bei deiner lieblichen Seite. Also insofern, es ist nämlich auch Kalua drin. Angenehm. Kalua? Ja, jetzt, ja voll. Das ist ein bisschen kühler. Oh. Ich habe ein Interview mit dir gelesen, in dem du gesagt hast, du möchtest jede Rolle spielen können, aber du möchtest nichts davon so wirklich sein, weil sonst gehst du vom Set und nimmst das mit. Genau. Aber inwiefern schafft man das, dass man sich davon dann tatsächlich so distanziert und nicht Rollen, dramatische Rollen, die du ja auch spielst, tatsächlich mit nach Hause ins Bett nimmt und sich denkt, oh Gott, fuck.
Es tun ja viele, ne? Also viele Kollegen tun das ja. Also ich weiß, dass es ganz viele gibt, die wirklich Probleme damit haben, so emotionale Befindlichkeiten loszulassen, wenn die abends nach Hause gehen. Es gibt ja das sogenannte Method Acting, das habe ich auch gelernt. Ich habe in Amerika studiert, das dort gelernt. Eigentlich, ich habe da gelernt, wie ich es nicht machen will. Und das Prinzip der Method ist, dass du eigentlich emotionale Umstände so internalisierst und bei dir zurückholst, Sense Memory nennt man das, also ganz praktisch gesagt, du hast eine Szene zu spielen, in der deine Mama gestorben ist und um in diese emotionale Befindlichkeit zu kommen, setzt du dich quasi auf den Stuhl und denkst daran, wie dein Hund gestorben ist zum Beispiel oder irgendwas, was dich bewegt, nimmst diese Emotionen mit und spielst, dass die Mama tot ist. Okay, also tatsächlich denkst du dann nicht an Situationen aus deinem Leben, wenn du sowas spielst? Genau, ich versuche möglichst mit all meiner Wahrhaftigkeit und Liebe in dem Moment auf das zu reagieren, was ich vor mir habe. Und wie soll man sagen, wenn man ein Gefühl plant, was man ja auf diese Art und Weise, auf eine bestimmte Art tut, dass man sagt, ich möchte an dem und dem Satz emotional werden, toll wäre, wenn da die Träne in die Backe runterläuft, dann ist das natürlich toll, wenn man das kann technisch. Gleichzeitig ist es irgendwie ein Widerspruch zu der Wahrhaftigkeit, die man sucht im Spiel, ne? Weil es geht ja quasi für mich gerade darum, nicht zu wissen, was mir passiert, wenn ich den Satz sage. Also ich habe immer gesagt, wenn ich es schaffe, mich zu überraschen im Spiel, dann überrasche ich die anderen. Und das kann ich nur, wenn ich nicht alles durchplane. So. Was überrascht dich? Was mich bis jetzt immer noch überrascht, ist, dass wir hier sitzen. Hey. Weißt du, also dass ich... Das kann ich dir genau sagen, okay, weil ich nie geglaubt hätte in meinem Leben, dass mein Beruf mich mal so weit führt, dass ich, keine Ahnung, durch die Weltreise Filme drehe, damit auch noch Geld verdiene und am Ende hier sitze und Talkshows gestalte. Und es ist anscheinend interessant, es mir zuzuhören. Das hätte ich nie gedacht. Aber sie sind alle bezahlt worden, wa? Oder wollt ihr lieber Don Ron und unseren Experten am Ende hören? Danke. Wie ist das heute für dich, so mit dem gesamten Überfluss an Medien und mit dort ein Anbieter, dort ein Anbieter, auf dem neuen sozialen Netzwerk passiert das was? Also ich frage dich jetzt bewusst, weil wir doch ein, zwei Generationen Unterschied haben. Ist es? Eins. Nein, aber tatsächlich, du bist ja zum Beispiel auch auf Instagram vertreten und so. Ist das dann etwas, wo du mitziehen musst oder findest du auch Gefallen? Nö, mir macht das Spaß. Ich würde nie was machen, was mir keinen Spaß macht. Also man muss erstmal sich darüber klar werden, dass das halt keine Kommunikationsmedien, sondern Publikationsmedien sind. Ne? Und eine Publikation ist immer was ganz anderes als Kommunikation. Ich habe mal aus Spaß in einem Interview gesagt, schaff das Internet ab. Das war natürlich ein Spaß. Und hat mir dann einen Strick draus gedreht, wie als wäre das tatsächlich eine Agenda so. Ja. Aber ich sag mal so, wenn das morgen einer machen würde, wäre ich nicht sauer. Tatsächlich? Nö. Top, also ich bin dafür. Ich habe nichts dagegen. Ja, wir sind in einer... Internet-Talkshow. Schön, dass du hier bist. Guck mal, aber das ist eben, das danke, ist quasi, ja, aber das ist der falsche, das ist, glaube ich, der falsche Art, darüber nachzudenken. Das, jetzt sind wir hier, weil es das gibt, aber wenn es das nicht gäbe, dann wären wir woanders. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ich weiß nicht. Also ich persönlich glaube, dass das so schon mal ganz gut tun würde, wenn man da ein bisschen mehr die Finger von lassen würde, vielleicht von dieser zweiten Welt da draußen. Man könnte ja mal ein Experiment machen, einfach mal so sagen, zwei Wochen ohne. Das wäre doch geil. Aber das gibt's ja auch. Es gibt ja auch diese Social Media Detox Camps, die sind ja mittlerweile, glaube ich, das ziemlich. Gibt's? Ja, klar, voll. Es gibt eigene Apps, die dir sagen, hey, geh jetzt offline, du bist zu viel im Internet. Das ist eine App, es ist natürlich ein bisschen schräg alles, aber. Es gibt Apps, also Maschinen, die dir sagen, lass die Finger von den Maschinen. Ja, oder? Wow. Also, das Leben ist verrückt. Kenne ich viele davon, ja. Das Leben ist verrückt. Mir geht's schlecht. Don Ron hasst das Internet genauso wie du, muss man sagen. Aber ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn man ein bisschen was Sinnvolles draus machen kann. Und wir wollen das Internet ein bisschen tiefgründiger und philosophischer machen. Hast du vielleicht eine Weisheit so nach dem Drink, die du uns mit auf den Weg geben willst und unseren Zuseherinnen und Zusehern? Ich bin grundsätzlich vielleicht kurz vorweg gesagt, ich hasse es, wenn Leute so mit Weisheiten um sich kippen oder wenn Leute so, das wird ja auch bei sozialen Medien gern getan, so Leuten also so Ratschläge geben. Ich hasse diese, kennst du diese Memes, die dann so ein Tag, ein verschwommenes Lachen, ein Lachen ohne Lachen ist verschwommen. Überhaupt, wenn ich so das Gefühl habe, irgendjemand will mir irgendwas sagen, so mach mal so oder mach mal so. Ich hasse das. Aber es gibt tatsächlich ein Zitat, was ihr alle kennt und was, glaube ich, am Ende des Tages... das Ganze so ziemlich gut summiert und das ist nach wie vor, Gott gebe mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann, die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, jeweils den Unterschied zu erkennen. Ja, und es ist tatsächlich so, dass das wirklich so ist, also viel mehr, um viel mehr geht's nicht. Also mit diesen
drei Sätzen, vier, kann man es ganz gut beschreiben, glaube ich. Ich finde, das ist eine schöne Überleitung, weil wir wollen eben unserer Community ein bisschen was mit auf den Weg geben. Sonst hätte ich jetzt auch sagen können, aber scheiß drauf, Malle ist noch einmal in die Hand. Bist du? Passt doch, apropos Weisheit nach dem letzten Drink. Ich wollte schon sagen, unsere Community ist ein bisschen anspruchsvoller, aber cheers, nein, girls. Danke. Okay, wir wollen die Fragen unserer Community natürlich auch noch stellen. Okay. Deswegen lade ich dich ein, geh mal noch einmal an die Bar. Ja, jetzt muss ich was richtig beantworten, jetzt muss ich was trinken oder so. Genau, tatsächlich ist es so, dass wir nicht unbedingt der Fan von Trinken als Bestrafung sind, sondern wir wollen die Drinks genießen. Deswegen, als Belohnung quasi. Als Belohnung quasi, genau. Das heißt, du kannst dir jetzt aussuchen, möchtest du die Frage aus unserer Community beantworten und möchtest den Drink quasi als Belohnung trinken oder möchtest du lieber schweigen und den Drink jemandem aus dem Publikum geben. Ja? Ich fange mal an mit Frage Nummer 1 und ich sage dir auch immer, wer sie gestellt hat. Die sind auch alle anwesend. Okay. Die meisten davon sind allerdings zu schüchtern, sie selber zu stellen. Mhm. Frage Nummer 1 finde ich eine sehr schöne. Welchen Lebenstraum hast du dir noch nicht erfüllt? Kommt übrigens von J_123456. Das ist ganz profan. Ich hätte gerne ein Haus im Süden. Ach so, okay. Voll blöd, ne? Jetzt kommt ja, sowas. Jetzt schon was Das ist wieder das mit dem, dass ich so langweilig bin. Habt ihr eine Karte oder so? Dann würde ich mir so ein bisschen Luft zufächern. Ja, bitte. Danke. Nee, ich kann die ja nicht nehmen. Da steht doch jetzt ein ganzes Programm drauf an. Also, oh, das ist aber, guck mal hier. Möchtest du ihm vielleicht Luft zufächern? Nein, das war nur, weil es da so viel besser war. Jetzt ist hier schlimm, ne? Merkst du? Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Aber es schaut sehr elegant aus. Also wie gesagt, falls noch jemand ein Haus im Süden hat, was er nicht braucht, ich... Wir haben einen Abnehmer. Genau. Ja? Aber die Frage konnte ich jetzt ja nicht richtig oder falsch beantworten, so richtig. Was machen wir jetzt mit dem Drink? Ja, den trinkst du jetzt als Belohnung. Was ist das? Fernet? Nein. Du kannst ihn auch trotzdem herschenken. Wir haben hier sehr viele durstige Menschen, also sie freuen sich. Die wollen jetzt ja alle Sprite dazu. Nee, ich trinke jetzt diesen Fernet. Vielen Dank. Okay, ich mache weiter mit Frage Nummer 2. Sie kommt von Hanson the Nansen. Ja. Was war das Unangenehmste, das du je für eine Rolle machen musstest? Beantwortest du diese Frage? Ja, die beantworte ich. Okay, cool. Das ist, du willst trinken, ich sehe schon. Nee, den verschenke ich jetzt. Aber es ist tatsächlich ganz einfach beantwortet, auch in diesem Fall. Ein Mann küssen. Ist mir echt schwer gefallen. So unangenehm für dich? Das ist mir schwer gefallen. Das muss ich ganz ehrlich zu sagen. Ich kriege wahrscheinlich voll Ärger und weiß der Herr nicht was. Warum? Das ist ja deine Vorliebe. Nee, das ist ja völlig Das war richtig ein Problem. Aber es war Woody Harrelson. Und das ging dann. Das ging dann. Also es war so, wir mussten echt dann so, und so, what are you gonna do? Okay, get. Dann mussten wir erstmal so Kaugummi, Mouthwash. Und dann haben wir das ganz genau besprochen. Und war dann, das einzige Mal, dass du einen Mann in einer Rolle küssen? Das ist mir leider öfter passiert. Okay, dann würde ich sagen, wir schenken jetzt diesen Shot auf jeden Fall einem schönen Mann. Definitiv. Wer gefällt dir denn? Definitiv. Du musst ihn auch nicht küssen. Du kannst ihn aussuchen. Hier hinten zum Beispiel, schau. Da hinten? Soll ich ihn rüberbringen? Er war der Erste, der aufgezeigt hat. Ich glaube, er ist durstig. Und guck mal, das ist jetzt tatsächlich, das ist nicht ganz Fernet Branca mit Sprite, weil das ist, glaube ich, so eine Zitronenlimo. Ne? Aber es geht in die Richtung. Es ist, check mal. Oh, da ist das so schön kühl, ne? Ja, wir können uns danach wieder darüber setzen. Ja, ist schon alles gut. Wir sind ja Profis. Und? Schmeckt, ne? Ach, komisch. Aber komisch? Das war eigentlich nur eine Verarschung. Ihr Idioten fallt auch noch rein, ne? Nein, das schmeckt wirklich eigentlich. Fernet Branca mit Sprite. Genau, den werden wir jetzt auf jeden Fall noch probieren. Solltet auch ihr auf jeden Fall zu Hause noch probieren. Und ich glaube, wir haben uns jetzt alle einen Shot und vor allem ein bisschen Luft verdient. Yes, sir. In diesem Sinne, danke Moritz. Ich danke dir. Es war mir ein Fest.